Das Osterwochenende bedeutet zweimal FC Gütersloh hier im Heidewaldstadion. Und was könnte zum Auftakt besser passen als der Gründonnerstag? Grün ist der Rasen, grün ist der FC und grün ist die Hoffnung auf den Aufstiegsplatz. Heute treffen die Gütersloher auf den Tabellen 16. den Hövelhofer SV, die aber zuletzt am vergangenen Sonntag die Hammerspielvereinigung mit 3:2 vom Platz weggefegt haben. Unter der Leitung von Trainer Wortmann scheinen die Gütersloher endlich ihre Linie gefunden zu haben und können auch personell aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem wird der Osterhase die Punkte nicht einfach so vorbeibringen. Und genau so war es auch. 6 Tage nach dem 4:0-Sieg gegen Bad Oeynhausen musste der FC Gütersloh erneut unter Flutlicht ran. Mit dem Anpfiff übernahm der FC hochkonzentriert die Initiative und kam bereits nach 3 Minuten zur ersten Tormöglichkeit durch Raffaele Wiebusch. Nur 1 Minute später hätte der Ball durch Lennart Warweg ebenfalls bereits im Netz zappeln sollen. Trotz des starken Beginns drohte dem FC Gütersloh in der 16. Minute alles wieder aus den Händen zu gleiten. Denn nachdem Alexander Schiller nach einem verpufften Angriff erneut an den Ball und danach zu Fall kam, zückte Schiedsrichter Mike Eichelmeier nach einem kleinen Gerangel am Boden die rote Karte für Alexander Schiller. Und das zur Überraschung aller im Stadion befindlichen Personen. Wie die zweite Kameraperspektive zeigt, deutet der Schiri das beim Aufstehen Schillers nach links wegdrehen als Nachschlagen. Also Herr Eichelmeier, wir können hier wirklich nichts erkennen. Egal, der HSV blieb trotz Überzahl bei seiner äußerst defensiven Ausrichtung und kam außer durch einen Distanzschuss von Umut Sakir in der 23. Minute zu keiner nennenswerten Tormöglichkeit in der ersten Halbzeit. Anders der FC Gütersloh, denn auch in Unterzahl waren die lauffreudigen Heidewald-Jungs eindeutig die dominierende Mannschaft. Immer wieder über die Außen kommend, baute der FC schulmäßig seine Angriffe auf. In der 33. Minute war es dann soweit. Pascal Röber schlägt einen Freistoß in den Hövelhofer Strafraum. Patrick Buczynski köpft, Kirchhoff hält fantastisch, doch Wiebusch haut den abprallenden Ball in die Maschen. 1:0 für den FC Gütersloh und das 10. Saisontor für Wiebusch. Und es ging auch gleich weiter so, denn Steven Dilgemann scheiterte nach Freistoßflanke von Lennart Warweg nur knapp am Pfosten. Und das noch nicht genug. Auch Steffen Eggert scheiterte in der 41. Minute nur knapp am hervorragend aufgelegten HSV-Keeper Marco Kirchhoff. Zur Pause hätte es bereits gut und gerne 3:0 stehen können. Der Heidewald-Besucher freute sich trotzdem, denn dieser konnte beim FC Gütersloh die eindeutig positive Handschrift des neuen Trainers Holger Wortmann erkennen. Auch nach dem Seitenwechsel gab es von den Hövelhofern nichts zu sehen. Und so konnte der erfrischend aufspielende FC Gütersloh sein Spiel kontinuierlich durchziehen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ecke für den FC Gütersloh. Pascal Röber tritt die Ecke hinein und Patrick Buczynski hämmert den abprallenden Ball zum verdienten 2:0 ins Gästetor. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, denn in der Schlussphase hatte der FC Gütersloh noch einige Chancen auf Lager. Lennart Warweg, Temel Hopp, Matthäus Vikovic sowie Lars Beukmann hätten sich allesamt in die Torschützenliste eintragen lassen können. Für FCG-Keeper Sebastian Tessai wurde es nur einmal in der zweiten Halbzeit gefährlich. Und da zeigte er, was für ein Rückhalt er bereits in den letzten Wochen geworden ist. Alles in allem ein toller Sieg für die Wortmann-Truppe. Denn mit 10 Mann solch ein Spiel zu zeigen, das zeugt von der richtigen Einstellung. Ja, Patrick Buczynski, schweres Spiel heute, früh die rote Karte kassiert, trotzdem den Sieg nach Hause gefahren. Wie war das Spiel für dich? Ja, für uns war es nicht leicht. Wir haben in der 15. Minute die rote Karte bekommen. Es war sicherlich schwer reinzukommen, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht. Wir standen gut und haben trotzdem unser Spiel aufgezogen und waren für mich die bessere Mannschaft über 90 Minuten hinweg. Trainer Holger Wortmann sah das wohl ähnlich wie sein Spieler. Ihre Mannschaft hat heute früh die rote Karte bekommen, trotzdem über weite Strecken ja, ein gutes Spiel geliefert. Waren Sie auch zufrieden? Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, wir haben genauso gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben im Vorfeld. Wir wussten, was uns erwartet. Wir wussten, dass Hövelhof sehr tief steht, im Grunde ja, kann man sagen Beton anrührt, sehr, sehr defensiv, fast schon destruktiv gespielt hat. Und so haben sie in Hamm am Sonntag gespielt, beim Tabellenführer, haben ihn geschlagen 3:2. Und insofern wussten wir schon, was auf uns zukommt. Wir waren sehr geduldig, fand ich. Wir haben uns auch nicht durch die rote Karte aus der Ruhe und aus der Fassung bringen lassen. Haben es sehr, sehr gut, meiner
meiner Meinung nach zu Ende gespielt, haben dann sicherlich durch Standardsituationen die beiden Tore geschossen. Aber es ist halt so, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, dann müssen halt auch manchmal Standardsituationen herhalten. Und ich fand, wir haben aber über 90 Minuten auch in der Defensive überhaupt nichts zugelassen. Also ich kann mich an zwei Torschüsse erinnern, glaube ich, von Hövelhof. Ansonsten fand ich, war das wirklich auch über 90 Minuten ja, eine gute Vorstellung meiner Mannschaft. Ja, trotz einem Mann weniger lief das wirklich gut. Genau. Ich habe auch eben schon mal ins Material geguckt, die Szene mit Schiller. Ich habe drauf geguckt, ich habe nichts gesehen, also kein Tritt oder sonst irgendwas. Was hat deine Kabine also denn gesagt? Also ich habe die Aktion selber auch nicht gesehen während des Spiels. Alex selber in der Kabine war völlig konsterniert, wusste nicht, warum er die rote Karte bekommen hat. Angeblich soll er nachgetreten haben. Jetzt kenne ich Alex seit 10 Jahren und grundsätzlich sowieso, erstmal muss ich vorausschicken, glaube ich allen meinen Spielern, was sie sagen. Aber bei ihm ist es halt wirklich so, ich kenne ihn seit 10 Jahren und glaube ihm definitiv, dass er sich nur losmachen wollte. Sie sind irgendwie zusammen hingefallen, er wollte sich losmachen. Mhm. Schiedsrichter wertet das wohl als, oder hat es gewertet als Nachtreten. Ist natürlich ärgerlich, weil nach 10 Minuten alles über den Haufen geworfen ist, was wir uns taktisch eigentlich vorgenommen hatten. Wir wollten eigentlich anders spielen. Aber gut, auch das ist ein Zeichen von Qualität, was die Mannschaft gezeigt hat, dann umzuswitchen und dann letztendlich auch so ein Spiel dann zu zeigen. Das nächste Heimspiel für den FC Gütersloh gibt es bereits am Ostermontag um 15 Uhr hier im Heidewaldstadion gegen die Spielvereinigung Vreden. Das Highlight in dieser Saison dürfte allerdings nicht das Spiel gegen Vreden sein, sondern am 8. Mai das Freundschaftsspiel gegen Hannover 96. Und wie das zustande kam, das erfahren wir jetzt. Ja, neben mir steht Ralf Thies. Der ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass Hannover 96 hier nach Gütersloh kommt. Wie kam es denn dazu? Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft für das fantastische Spiel heute. Hier in Unterzahl so gut hier aufzulaufen, das war fantastisch. Ja, vor gut einem Jahr habe ich mich mit unserem Vorstandsvorsitzenden der AWD Holding verabredet in Hamburg zu einem Fußballspiel. Und während wir so philosophierten über Fußball, habe ich ihn gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, den Hannover 96 mal hier in Heidewald zu locken. Und das Ganze aber bitte auch im bezahlbaren Rahmen, denn ansonsten sind die Bundesligisten ja auch nicht so ganz günstig. Ja, und es dauerte dann ungefähr 2 Tage, bekam ich den Anruf, dass Hannover bereit wäre für den FC Gütersloh. Und da auch gleich schon mal einen herzlichen Dank. Das hat also geklappt. Ja, ist eine super Nummer und es steht ja auch ein sozialer Hintergrund, sag ich mal, noch dahinter. Ja. Wie sieht der denn aus? Ja, ganz genau. Wir sind also, oder wir werden 50% des Gewinns im Verein lassen und die anderen 50% werden über die AWD-Stiftung Kinderhilfe dann für gute Zwecke in Gütersloh dann aufgewandt. Ja, ich würde sagen, da kann sich doch ganz Gütersloh freuen, dass Hannover 96 hinkommt und der FC natürlich ein klasse Spiel bietet hier und vielleicht Hannover 96 ein bisschen ärgern kann. Alle weiteren Informationen über die Spiele des FC Gütersloh finden Sie hier auf Gütersloh TV in unserem extra dafür eingerichteten FC Gütersloh Kanal. Viel Spaß dabei!